Und dementsprechend braucht man da eine Geschichte aus.
beschreiben, also einerseits Chronos, also Zeiträume, aber auch Topoi, also auch Geschichten und gesellschaftliche oder politische Entwicklungen, die innerhalb dieser Zeiträume passiert sind. Und das fügt sich eine gewisse Chronologie zusammen, aber eben auch immer mit dem Blick auf den Geschichten, die in dieser Chronologie passiert sind. Und so wird es dann eben anhand der Objekte in eine Geschichte eingewoben erzählt, wie sich im ja, rund von 100 Jahre lang bis jetzt entwickelt hat. Über den Inhalt reden wir nachher nach der nächsten Musik, aber was mich jetzt nochmal interessieren würde, gibt es auch die Geschichten, die ihr euch des Platzes oder des Aufwandes wegen eben nicht erzählen konntet, ja, wo ihr so schwer im Herzen sagen musstet, das geht jetzt nicht, und hast du ein schönes Beispiel dafür vielleicht sogar? Ja, wie viel Zeit haben wir? Also Tode muss man extrem viele sterben, gerade wenn man sich 100 Jahre auf 600 Quadratmeter widmen will. Was wirklich weggefallen ist, wenn man auch keine schöne Geschichte, aber der Genozid in Ruanda, der stark radiogetrieben war oder propagandistisch ist, das war eine extrem starke Geschichte, die auch viele Menschen noch nicht kannten und was eine wichtige Geschichte wäre, aber die konnten wir beispielsweise in der Ausstellung einfach nicht mehr erzählen. Mhm. Also es ist so unendlich schade, dass wir aktuell diese Sendung zum Beispiel nicht aus eurem Haus machen können. Das war ja durchaus eine Idee, die wir verfolgt haben eine Zeit lang. Von der Warte her wollen wir trotzdem den Menschen mal ein Bild mitgeben, was sie denn sehen könnten, wenn sie das nächste Mal wieder zu euch kommen können. Vorher hören wir nochmal ein bisschen Musik, Matthias. Was haben wir denn als Ich habe ja immer das kleine Problem, dass ich hier auf dem Monitor sehe. Ich sage so, wie viele Wörter sind einfach zusammengeschrieben, alles zu sehen. Und ADAC, wahrscheinlich hat die Band wirklich so, ohne mehr zu sprechen. Was ist die Soul-Wörter? Das habe ich übrigens original aus dem Internet kopiert, genau.
gemacht und zu 100 Jahren Radio im Museum für Kommunikation Berlin im Gespräch aus dem Museum. Keine Überraschung. Die erste Frage ist on air. Wie würdest du das in 3 Worten beschreiben? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Faszinierend, lehrreich, interaktiv. Interaktiv, das fangen wir mal damit an. Lehrreich war natürlich total langweilig jetzt. Echt? Naja, ist ein bisschen beruhiger. Ja, aber das ist ganz spannend. Ja, das ist ganz spannend, weil wir hier als Welle 73 haben ja auch einen gewissen Bildungsauftrag. Ne? So, und den wollen wir auch nach anfangen. Interaktiv. Was ist denn der interaktive Part in eurer... Man kann den Sender einschalten. Man Objekte anfassen, das ist immer ein bisschen schwierig. Jahres war natürlich alles, was wir planen mussten für Interaktion und Mitmachstation in dem Sinne, wusste man noch nicht so richtig, wie es denn kam. Im Großteil von analogen Interaktionen, also es muss nicht mehr der Touch sein, es muss nicht digital sein, also wenn das irgendwie komplett analog funktioniert, ist das super. Da haben wir uns dann aber letztendlich schon bei vielen Stationen dagegen entschieden, beispielsweise Geräusche machen. Was die Interaktion ist, das kann man gut identifizieren, das ist gut zu warten in dem Sinne. Aber da haben wir natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, besonders spannende Sachen zu inszenieren und vielleicht die größte Interaktion in der ganzen Ausstellung, das ist der sogenannte Größe. Wunderschön inszeniert, beleuchtet und in diesem Sinne haben wir unsere Schätze aus unserer Sammlung Kurioses, Seltenes oder auch Dinge, die einfach noch nie das Tageslicht in dem Sinne gesehen haben. Einzelne Objekte oder Objektgruppen auswählen, die werden dann inszeniert in einem Lichtplan, also die Lakolle da hat. Der Objekttext erscheint zwar auf diesem Screen von Radio Personalities vorgelesen und einerseits ist es ein Projekt, was uns in der Konzeptionsphase extrem viel Spaß macht. Merken wir auch, die Leute verbringen da und theoretisch auch natürlich viel Zeit davon verbringen, dass man das Objekt geworden ist und immer eine neue Generation. War da nicht sogar was Interaktives mit kleinen Radioempfängern? Damit gibt es direkt noch eine Ausstellung, also einerseits physikalisch, wie funktioniert Radio, das ist auch große Herausforderung gewesen. Das hat eine Kollegin aus Frankfurt für uns kuratiert, für Christina Kubus. Und auf der anderen Seite, wie stehe ich eigentlich zum Radio, wie ist mein Verhältnis zum Radio? Und da kann man sich auch kleine UKW-Taschenempfänger mitnehmen, die On-Air-Taschenempfänger, und sich damit wirklich durch analoges Radio in der Ausstellung bewegen. Also zu allen Ausstellungseinheiten gibt es eine Präsenz, die wir da bespielen. Und man kann sich dann mit diesem Empfänger auch die historischen Würde, die jeweils zu dem Thema machen in einer Radioausstellung. Das die finde ich auch nach wie vor wirklich ganz unglaublich. Wir haben in der Tat ja schon seit längerem die Idee, während der Museumsöffnung eine kleine Version von Kiosk laufen zu lassen. Da hoffe ich, dass wir dieses Jahr, falls es 21 dazu kommen, etwas entsprechendes vorzubereiten. So ein Bildungsauftrag macht immer Sinn. Das ist jetzt echt nicht lernen. Das ist ein Angebot, was wir machen. Man muss es nicht lernen, um die Ausstellung zu verstehen. Das auf gar keinen Fall. Und auf der anderen Seite ist es, dass man
bisschen so gestellt, die Frage, wie denn das Radio der Zukunft und so. Aber eben auch in der Greifbare. Und da kann man sich auch die Frage stellen, wie politisch wird es denn weiterhin sein und bleiben? Und die Diskussion, die jetzt auch in den letzten Monaten überall in der Rundfunkbeiträge stattgefunden haben, zeigen, also das sind nicht mal die großen Themen, das ist schon ein kleines und irgendwie extrem aufgeladenes Thema. Und was mir bei dieser Diskussion immer wieder auffällt, ist, dass ja immer vom Staatsrundfunk gesprochen wird, von den Leuten, die dem Rundfunk eben nicht positiv bewogen sind. Und das ist eben genau falsch, weil wir haben genau das Gegenteil. Wir haben eben keinen staatlichen Rundfunk, sondern wir haben einen Rundfunk, der unserer Bevölkerung von den Menschen wieder zutrifft, der sich in der Kultur und alle anderen, also steuerfinanzierter Rundfunk, das ist staatlicher Rundfunk, aber eben nicht das, was wir aktuell haben. Das fällt mir immer wieder auf, dass es leider zu wenig gewürdigt wird. So ganz schwindlig, weil die Deutsche Welle tatsächlich staatlich finanziert ist und die Deutsche Welle hat auch Grundfunk natürlich die Staatsbürger. Okay, gut, aber ich sehe Ausnahme. Okay, ich sehe aber das ist ein schwindlicher Grundfunk, dass das ja also ARD ist, das ist ja auch genau. Staatsrundfunk, der dann eben aus den Mündern kommt, derer, die das eben zeigt, dass sie sind. Dass die Menschen auf dem Holzweg geführt werden. Und man sieht ja in unseren Nachbarländern, also in Polen und Ungarn, dass die Regierungen, die gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wettern, dass die genau einen Staatsrundfunk einführen. Ja. Also die wollen ja gar nicht abschaffen, sondern die wollen sogar ihre Kontrolle mit dem Ausbildungs-Sozialismus. In dem Zusammenhang finde ich sehr spannend, wenn man sich damit mal beschäftigt, der Propagandaminister, nachdem er ins Amt kam, hat 25. März, glaube ich, 33 war das, hat an die Intendanten der deutschen Rechnung, also ganz am Anfang, als sie gerade erst die Macht übernommen hatten, und die Nazis hatten einen Plan. Das heißt, er hat ihnen genau schon gesagt, was kommen wird und wie er das vorhat. Und das finde ich wenn man sich das so mal so gedacht hat und gemerkt, sondern das ist planvoll und ich unterstelle das also auch in anderen Ländern, dass dieses, das was da passiert, also auch FPÖ in Österreich oder so, dass das die planvolle Handlung ist. Vorher haben wir aber noch eine kleine Musik. Adam
Corona macht so deutlich wie nie, im 21. Jahrhundert ist die Welt. Ausstellungen in Museen sind aber leider wieder analog und wir wollen mal darüber reden, jetzt, wie beides zusammenkommen kann, wie beides sich ergänzen und genau, voneinander profitieren kann. Und so wäre die erste Frage, on air, einmal Jahre Radio im Museum für Kommunikation, was bei euch vorbereiten, nachbereiten oder eben auch von zu Hause angucken kann, was wir auch von den Expo-Teilen für On-Air haben wir jetzt eben aus diesen Gründen natürlich noch ein bisschen aufgebaut sozusagen. Wir haben, und das machen wir auch weiterhin, Videoführungen hochgeladen, also bis jetzt ist erst ein Teil online. Da geht es um Kontrolle und Instrumentalisierung des Rundfunks mit Gastbeitrag von Stefan Lack von Position Westens Thomas. Also gehen wir mal kurz Infos aus der Ausstellung und dann sagt Experte, Experten was zu dem Thema. Diese Videoführungen dauern auch nur 10 Minuten, also das ist ja auch so ein Punkt. Wer guckt sich dann am Ende so eine 50 Minuten YouTube-Führung am Laptop an? Ne? Also 2 Stunden im Museum zu verbringen, kein Problem. Irgendwie ein Film oder ein Video anzugucken, ist schon wieder ein anderer Schnack. Wir haben noch so circa 4 Folgen auf Halde, also die veröffentlichen wir jetzt auch, solange wir noch zu haben, aber auch darüber hinaus. Und das ist so ein bisschen das, wie vielleicht deine Frage auch zu erweitern ist, die Dinge, die wir jetzt gelernt haben im letzten Jahr, wie gehen wir mit Ausstellungen um, die zu sind, das wird auch bleiben. Wir werden weiterhin nachdenken, wie digital müssen unsere Inhalte eigentlich sein. Und klare Forten. Das ist einfach eine Art, Dinge zu erleben. Trotz alledem wollen wir das nicht digital 1:1 abbilden, was man im Museum sehen kann, sondern man braucht eine autarke digitale Begleitung der Inhalte. Und ich glaube, das ist das, was wir letztes Jahr dazugelernt haben, beziehungsweise die Learnings wurden beschleunigt. Also ist jetzt nicht neu, dass man das macht, digitale Präsentation. Wir hatten letztes Jahr wirklich die größte Livestreaming-Veranstaltung bis dato. Mit all dem, was dazugehört. Und das wurde letztes Jahr im November bei uns als 2 Tage Livestreaming-Veranstaltung gemacht. Gerade waren dann auch vorproduzierte Einspieler und Mitspielungen. Zu erreichen mit Inhalten, die wir teilweise im Museum erleben können. Also wie wir leben gerade, ob wir eben anfangen mit, ich sag mal, Vorträgen, wie zum Beispiel eine Fragerunde zu Inhalten, also immer anlegen, um im Thema zu bleiben, aber eben sowas zu überlegen, wie wir in der Tat. Habt ihr da speziell für die On-Air-Ausstellung, habt ihr da was?